Dann erklären Sie uns mal den Hof, Herr von und zu Tracker Bernd. Also herzlich willkommen erstmal auf den Drei-Sterne-Hof. Hier haben wir Schweinemast, Kuhmast und Schafe. Ja, und was haben wir hier? Ja, hier haben wir einen Sammelwagen für Stroh und Heu und Gras. Jetzt können wir da, ihr sammelt, Fragezeichen. Genau. Jetzt ein bisschen aufgeregt. Oh, süß. Weiter. Ja, weiter geht's. Also rechts hier haben wir die Kuhmasse, also der Kuhstall, wo Milchproduktion her, wo die Milchproduktion ist, wo wir Kühe pflegen und ausreichend Wasser und Futter, Kraftfutter geben, damit sie auch sehr viel Milch produzieren können und auch für Nachwuchs sorgen können. Also Milch tun wir auch verkaufen. Ist unabhängig des Preises. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Genau, man kann die Türen hier öffnen. Ja, die Türe kann man auch öffnen. Und auch wieder zumachen. Wir haben auch eine große Weide für die Kühe. Also am Platz soll es nicht mangeln, welches für die Tiere. Ja. Gut. Dann gehen wir weiter zu der Schweine. So, hier haben wir dann die Schweinemast. Das ist das gute Schnitzel hergestellt. Da wird das gute Schnitzel hergestellt. Ja, das fröhliche Schnitzel auf dem Teller. Oder so genannt das Pulled Pork. Das ist ein amerikanischer Schweinebraten, der sehr zart ist. Oh, ich krieg Hunger. Ja, los. Ich auch. Also da werden wir aber uns noch nicht rantrauen, weil hier die Futterherstellung ist ziemlich schwer. Weil da brauchen wir Rüben, Kartoffeln. Rüben, Kartoffeln brauchen wir. Ja. Getreide wie Weizen, Gerste, Sonnenblumen, Proteine brauchen wir auch, Kraft, Sonnenblumen und Sojabohnen. Und ein Basisfutter heißt halt Körner, mein. Heißt, dafür brauchen wir Unterstützung. Zu zweit schaffen wir das nicht. Ja, zu zweit schaffen wir das sowieso nicht. Gut. Also, dann geht's weiter zu der Schafe. Da ist halt nicht großartig was zu machen, muss halt nur Gras und Wasser zu geben und die produzieren halt nur Schafswolle. Also, dass man auch im Winter ein paar mit bekleiden kann. Also, die Produktion hier ist sehr einfach. Der kommt mit den Kühe halt, da wo wir dann halt Silage, so gesagt, Gras nehmen müssen, dann Heuballen sammeln müssen, Strohballen. Denn zum Schluss ist es dann halt, weil jetzt irgendwie noch Leute sind oder so, dass wir dann auch an der Schweinemast sozusagen bauen. Da haben wir an Tieren noch irgendwas zu bieten? Herr also dann haben wir Tiere, gut, eigentlich waren noch, Hühner gibt es ja nicht mehr, wa? Ich glaube. Es gibt keine Hühner hier bei uns. Ich glaube, nein, das sieht nicht danach aus. Gut. Dann erstmal danke für die Führung und bis zum nächsten Video, wo es dann um die Fahrzeuge geht. Bis demnächst.